haben wir ein weiteres Video von Mideus, der süßen Maus. Und Mideus hatte vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, die dunkle Wahrheit über Super Mario Wonder. Und für diejenigen, die bereits die Videos von Mideus geschaut haben hier auf diesem Kanal, wissen, dass diese Videos sehr speziell sind, sage ich mal so auf gut Deutsch. Und wir haben jetzt eine kleine Offline-Reaction, weil ich mich in der Vorproduktion für die Gamescom befinde. Also wahrscheinlich bin ich gerade auf der Gamescom oder davor. I don't know. Freunde, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt, was Mideus über Mario Wonder zu sagen hat. Die dunkle Wahrheit über Super Mario Bros. Wonder. Am 20. Oktober wurde das neue 2D-Mario-Spiel veröffentlicht. Der Stil ist dabei komplett anders als bei den vorherigen 2D-Mario-Spielen. Absolut. Also, jetzt gehen wir mal auf ein anderes Thema ein. Aber Mario Wonder war ja am Anfang von super vielen eher skeptisch betrachtet worden, weil das alles irgendwie so bunt und TikTok-mäßig aussah. Ich dachte mir am Anfang, okay, du, früher oder später wird es halt Zeit, dass sich irgendwie Mario Bros. Weiterentwickelt. Dementsprechend dachte ich mir so, okay, man darf gespannt sein auf den Release. Und nachdem man das Game gespielt hat, war es geil. Danach war es einfach geil. Ich feiere diesen Stil und es ist eine sehr gute Weiterentwicklung, meiner Meinung nach Mario Bros. U. Dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann, war mir sofort klar. Und ich begann zu recherchieren. Was uns sofort auffällt, ist, dass wir für jede Kleinigkeit gelobt werden. Zudem fangen die einst bösen Piranha-Pflanzen einfach an zu singen. Man könnte fast meinen, Nintendo hätte eine Kooperation mit Disney. Disneys bekannteste Figur und Maskottchen ist Mickey Mouse. Es gibt einen Mythos, dass Elefanten Angst vor Mäusen hätten. Gibt's diesen Mythos wirklich? Ich höre gerade zum allererst, doch! Und ich kenne diesen Mythos aus Cartoons. Ich kenne diesen Mythos, glaube ich, original aus Cartoons. Daher ist es gerade ziemlich lustig, muss ich sagen, ja? Ja, okay, gucken wir mal weiter. Mario Wonder gibt es die Elefantenfrucht, bei der, wenn man sie einsammelt, zum Elefanten wird. Des Weiteren gibt es neben den Standard-Power-Ups noch die Seifenblasenblume und den Bohrerpilz. Also insgesamt drei neue Power-Ups. Drei, diese Zahl kommt uns doch verdächtig vor und ich ahne Böses. Doch zurück zur Maus und dem Elefant. Suchen wir danach, wird uns die Maus vorgeschlagen. Ihre Freunde sind der Elefant und die Ente. Ja, die Maus habe ich damals als Kind sehr gerne geschaut. Doch was haben die Elefanten und die Enten für Intrigen mit der Maus? Also schon wieder ein Dreiergespann. Googeln wir nach den Dreien. Wird uns ziemlich am Anfang die Ente hat Geburtstag vorgeschlagen. Sie befindet sich dabei in einer Seifenblase. Wir erinnern uns an die Seifenblasenblume. Zu sehen war die Ente erstmals am 11. Januar 1987. Aber nicht nur da ist die Seifenblase zu sehen, sondern auch in älteren in Anführungszeichen Mario Bros. Teilen, wenn man im Koop gespielt hat, im Multiplayer. Und man irgendwie zu weit unterwegs war, konnte man sich ja auch immer in so eine Bubble reingleiten lassen, wollte ich nur mal so sagen. Also am 11.01. dreimal die 1. Die 111 ist die Engelszahl für Neuanfang und Erneuerungen. Neuanfang ist auch ein Song von Clueso. Clueso hört sich an wie Cluedo. Bro, wer ist Clueso? Ein Spiel, welches erstmals 1948 veröffentlicht wurde. Auffallend ist das rote U im Logo. Hören wir das rote U, denken. Also jetzt Butter bei der Fische, wer würde mit der Dame hier einen Kaffee trinken? Ich auch, aber am liebsten würde ich mit ihm hier einen Kaffee trinken. Cluedo ist so ein Spiel gewesen, das wollte ich immer mal spielen als Kind, aber ich kam noch nie dazu. Irgendwann will ich mal Cluedo spielen, ich habe das Game noch nie gespielt. Denken wir natürlich sofort an das rote U, eine Detektivgeschichte. Ein Buch, welches am 1. Januar 2008 erschienen ist. Der 1. Januar, natürlich. Am 1. Januar erstellte Shimtek seinen YouTube-Kanal. Aktuell können wir ihn auf Hübis Kanal zusammen mit Ceo entdecken. Sie spielen dabei Super Mario Bros. Wonder. Zufall? Ich denke nicht. Jeder, der die Videos gesehen hat, weiß, wie gerne Ceo den Elefanten spielt. Doch Moment, wir haben drei neue Power-Ups und drei Mario Wonder-Spieler. Wir hatten vorhin Disney mit Mickey und die Sendung mit der Maus. Mäuse leben in der Erde. Sie bauen Tunnel. Tunnel baut man mit Bohrer. In Mario Wonder gibt es, wie wir wissen, einen Bohrer. Und es ist damit nicht schon offensichtlich genug? Nintendo hat eine Abneigung gegen Mäuse. Ekelhaft. Sie wollen sie mit allen Mitteln vernichten. Der Elefant soll den Mythen nach Angst vor Mäusen haben, weshalb er demnach ihr Feind ist. Mit den Seifenblasen wollen sie die Mäuse wie die Ente davonfliegen lassen und mit dem Bohrer zerstören sie deren unterirdischen Häuser. Ceo, Shimtek und Hübi sind Anhänger von Nintendo und unter... Das wird immer schlimmer. Wisst ihr, Freunde, ich habe zu Tobi und Timo, zu Shimtek, eine sehr gute Beziehung. Mit Ceo verstehe ich mich auch immer. Mit ihm hatte ich aber bisher noch nicht viel Kontakt. Den einzigen Kontakt, den ich mit Ceo bisher hatte, war auf Utopia. Da bin ich abends kacken gegangen. Ich musste richtig hardcore, ich hatte richtig Blähungen und dachte so, boah, jetzt muss ich auf jeden Fall raus. Und davor bin ich Ceo begegnet. Da haben wir ein bisschen gequatscht und er meint zu mir, yo, ich muss jetzt Schach spielen gehen. Und ich so, du spielst ja Schach? Er so, ja, das war meine Begegnung. Es war eine sehr schöne Begegnung, muss ich sagen. Und ich habe gespürt, wie die Funken ihr wisst schon, die Funken, ne, was Funken halt so tun. Das haben sie gemacht. Denkt drüber nach. Unterstützen ihr Vorhaben mit allen Mitteln.
Holy. Das war ziemlich crazy. Was haben wir in diesem Video gelernt? Nintendo ist Mausunterdrücker und wir sollten Nintendo definitiv canceln, weil das kann so nicht weitergehen. Nintendo, bitte. Ich muss mir dreimal überlegen, ob ich noch Games für euch mache. Games, Videos, das wollte ich eher sagen. Aber Freunde, danke für die Reaction. Wenn ihr jetzt direkt eine nächste Reaction sehen wollt, klickt auf jeden Fall dieses Video hier an. Viel Spaß dabei.